Lilo, heute ein kleiner Tipp, der ein oder andere, ne? Der ein oder andere hat gesehen, dass ich in manchen Videos, wenn ich ein Terminal aufhabe, hier hinten kein Dollarzeichen drin habe, sondern Europa, ne? Euro, ne? Habe ich mir den Spaß erlaubt, Gründe sind bekannt. Gut, wie macht man sowas? Es gibt eine versteckte Datei oder manchmal auch nicht, die heißt .bashrc. Punkt heißt, das ist eine versteckte Datei und BashRC dürfte ein Hinweis darauf sein, dass es sich hier um eine Einstellung für die Bash geht. Wer also nicht die Bash als Shell hat, ja, der hat auch eine BashRC wahrscheinlich nicht. Gut. Oder so wie hier. Ich habe hier Linux Mint mit XFCE 4 Desktop. Dort gab es überhaupt keine BashRC, die musste ich mir manuell erstellen. Gut, ihr sucht, wenn ihr denn eine habt, die .bashrc-Datei, also die so heißt, in eurem obersten Verzeichnis, also eurem Wurzelverzeichnis, das man gut an der Tilde erkennt. Wenn ihr die versteckten Dateien anzeigen lassen wollt von einem Dateimanager aus, dann Steuerung und H drücken oder unter Kubuntu Alt und Punkt. Dort seht ihr dann die versteckten Dateien und könnt mal gucken, ob ihr eine BashRC habt. Und wenn ja, macht vielleicht erstmal eine Sicherheitskopie davon. Es langt vollkommen, wenn die BashRC einen solchen Eintrag hat, um das zu erzeugen, was ich hier habe, ne? Dass das hinterher immer, wenn ich mal ein Terminal aufmache, das hier erscheint. Verantwortlich dafür ist der Eintrag PS1 ist gleich. Hier wird der Wert gesetzt für diese Textausgabe. Angekündigt mit diesem kleinen Anführungszeichen und auch damit wieder beendet. Schrägstrich U, ne, ist der User, ne, hier in dem Fall der Rekrana. Das ist dann quasi für die Bash eine Anweisung, füge hier den Usernamen ein. Dann schreibe einfach den Text add hin. Ja, dann sind wir hier. Und schräger H heißt, füge den Hostnamen ein, also den Namen von unserem PC, den wir hier bei der Installation mal angegeben haben. Ne? Seid ihr mit einem entfernten Rechner verbunden, zum Beispiel per SSH, wäre der Host halt der entfernte Rechner. Hier in meinem Beispiel kommt dann Leerzeichen, Doppelpunkt, Leerzeichen, ne, findet sich dann hier wieder. So, und dann, was haben wir dann nun? Work Directory, also schräger W, ist in dem Fall ein Ersatz für das Arbeitsverzeichnis, in dem man sich befindet. Im Moment ist bei mir die Tilde hier. Das heißt, ich bin im obersten Verzeichnis meines Benutzers, The Rackrunner. Hätte ich in ein Verzeichnis gewechselt, würde dort der Verzeichnisname, zum Beispiel Downloads, angezeigt. Gut, und dann kommt ein Leerzeichen, einfach nur Text Euro und fertig. Und nochmal ein Leerzeichen, damit die Eingabe prompt nicht direkt hinter dem Euro passiert. Also Leerzeichen Euro, Leerzeichen. Am Ende ist das hier ein Leerzeichen Euro, Leerzeichen. In der Regel habt ihr eine vorhandene BashRC, steht da ein sehr, sehr langer Text mit Farbkodierungen und so etwas. Am Ende wird irgendwo mal ein Schrägstrich erscheinen, vielleicht noch eine Farbkodierung und dann das Dollarzeichen. Warum muss vor dem Dollarzeichen der Schräger stehen? Da das Dollarzeichen in der BashRC auch als Steuerzeichen für spezielle Kommandos benutzt wird, damit man sieht oder die BashRC weiß, jetzt soll hier tatsächlich der Text Dollar ausgegeben werden und hier eingefügt werden muss da bei dem Dollarzeichen schräger davor. Ja? Bei jedem anderen Zeichen, das halt kein Steuerzeichen ist, langt es wie beim Euro zum Beispiel einfach das Zeichen hinzuschreiben, braucht man den Schräger nicht davor. Wie gesagt, hier unter Linux Mint mit XFCE habe ich mir eine BashRC erzeugt, die einfach nur aus diesem einem Eintrag besteht. Und speichert man das ab, startet das Terminal neu, dann sieht das halt so aus und CD Downloads sieht das dann halt so aus. Ne? Aus dem einen oder anderen Grund wollte ich da kein Dollarzeichen, ne? Na, wegen den NSAs, ne?
Mein kleiner stiller Protest, ja, das wird was bewirken. Gut, was man gegebenenfalls noch einfügen könnte, ihr seht es in einer vorhandenen Bash-RC-Datei, dass man noch ein Rautezeichen immer dann hat, wenn man als Root unterwegs ist, habe ich hierauf verzichtet, weil hier unter Linux Mint, wenn ich mit sudo i zum Root werde, steht das Rautezeichen dort sowieso. Und ich sehe, ne, sogar hier farblich gekennzeichnet unter Mint, dass ich Root bin. Gehe ich mit Exit wieder raus, sehe ich meinen Benutzernamen, also die Einstellungen, die ich hier in der Bash-RC gemacht habe. Gut, das war nur ein kleiner Hinweis für all diejenigen, die das nachmachen wollen. Das könnte auch für diejenigen sinnvoll sein, die einen langen Benutzernamen haben, ja, wie zum Beispiel ich. Und bei einer guten, großen Schrift stört der, ne, wenn er immer wieder erscheint. Den kann man dann auch weglassen, ne? Könnte man auch so machen, dass man sagt, ich will das alles gar nicht. Ich speichere jetzt mal ab. Hier ändert sich dann nichts drin an dem Terminal, was schon offenbar an einem neuen Terminal sieht man. Da steht dann halt nicht User at Host davor. Kann ja mal stören, den einen oder anderen. Und ihr könnt natürlich auch jeden anderen beliebigen Text dort hinschreiben. Oder Leute, die vielleicht eine Art Windows-Prompt haben wollen, könnten sowas in der Art favorisieren. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.